Ich glaube, dass die meisten unterschätzen, was so die Kindheit oder was so Verletzungen aus der Kindheit für einen Einfluss auf die gesamte Erwachsenenzeit sozusagen haben. Also ich glaube, das ist viel krasser, intensiver, umfassender und langfristiger, als die meisten ahnen. Und dieses Funktionieren müssen oder ja, so eine Unehrlichkeit, da können wir auch noch drüber sprechen, oder chronische Erschöpfung oder nicht Nein sagen können, das sind alles Traumafolgen. Und daraus entstehen dann eben sogenannte Überlebensstrategien. Und da ist der Fokus viel auf Sicherheit und Überleben. Also man ist mehr in einem Überlebensmodus statt in einem Erlebensmodus. Der Psychotherapeut Kyle Rogers hat es auch genannt Selbstaktualisierungstendenz. Also dass eigentlich unser Organismus immer danach bestrebt ist, uns selbst zu halten und selbst zu verwirklichen. Also dass wir eigentlich sozusagen immer danach streben, nach Heilung, Gesundheit, Erfüllung und Liebe. So brauchen halt eigentlich nur die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, damit das sich entfalten kann. Scham und Schuld, wie gesagt, in ihrer toxischen Variante, tauchen dann auf, wenn wir das Gefühl haben, ich bin falsch und ich enttäusche Menschen. Ich bin einfach eine Enttäuschung sozusagen. Und Schuldgefühle tauchen auf, wenn wir denken, wenn wir die Idee haben, ich bin nicht gut genug, ich bin unfähig und so weiter, dass ich falsch bin mit meinem So-Sein. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge hier im Bewusstsein und Physis Podcast, in der ich mit der Nathalie Wachotsch spreche. Und zwar sprechen wir über Schuld, Scham und Traumata und viele weitere damit zusammenhängende Themen. Und wir sind in diesen Folgen wirklich unverschämt ehrlich. Und ich wünsche dir wirklich viele neue Erkenntnisse, die du ja in dein Leben integrieren kannst, wo du dran arbeiten kannst für dich und dich einfach besser kennenlernen kannst. Und lernst auch mich und Nathalie auf jeden Fall in diesem Podcast sehr gut kennen, noch ein Stück weit tiefer, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Nathalie ist die Inhaberin vom Podcast namens Alles Deine Schuld. Dort erzählt sie auch ganz viel mehr zur Thematik. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du gerne natürlich in diesem Podcast auch reinhören von ihr und nochmal viel, viel mehr in die Thematik einsteigen. Ja, sie ist als psychologische Beraterin mit Menschen im 1:1 und auch in Kleingruppen aktiv und beschäftigt sich da mit den Themen Traumafolgen, Selbstwirksamkeit, Selbstwertschätzung, Selbstheilung und vieles, vieles mehr und hat auch in der Vergangenheit einfach schon sehr viel da selbst geforscht, hat Seminare und ja, mehr besucht und bildet sich da auch die ganze Zeit weiter in diesen Bereichen, sammelt eigene Erfahrungen und macht das natürlich selbst durch, sodass sie da auch wirklich weiß, wovon sie spricht. Und wir haben uns in Frankreich kennengelernt, darüber sprechen wir auch in dem Podcast und wir sprechen in diesem Interview in den zwei Folgen über unser Kennenlernen in Frankreich, wie ihre Jugendzeit war, ja, welche Kontakte sie damals schon hatte mit dem Thema Scham, Schuld und auch ich werde da ein paar Sachen erzählen, wie es bei mir war. Dann, wie Nathalie ihren Weg in die jetzige Berufung fand, welchen Einfluss unsere Kindheit auf unser Leben haben kann oder auch teilweise einfach hat, was Traumata sind, wie sie entstehen und ob Traumata was Schlechtes sind, ob eine Welt ohne Traumata möglich ist. Ja, ganz viele Fragen zur Thematik Trauma und Traumata und wieso Schuld und Scham krank machen können und wie du dich davon dann auch befreien kannst, ja, und noch viel, viel mehr zu diesen Punkten. Wenn dich das alles interessiert, dann hör rein und viel Spaß. Herzlich willkommen, Leute, hier im Bewusstsein und Physis Podcast zu einer neuen Folge. Heute habe ich die Nathalie hier im Podcast. Willkommen, Nathalie. Hallo, willkommen. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass wir uns so kurzfristig auch jetzt hier für einen Podcast zusammenfinden und wir haben ganz viele spannende Themen auf dem Schirm. Ich bin echt gespannt, was heute aus dem Gespräch so rauskommt und wir wollen über vor allem sowas wie Trauma, über Scham, Schuld, zusammenhängende Themen dazu sprechen und wenn du möchtest, dann ja, gib gerne mal oder obwohl wir können eigentlich damit anfangen, wie wir uns so ein bisschen kennengelernt haben auch. Weil wir waren nämlich auf der Rückreise von Spanien, also der ein oder andere Zuhörer weiß das wahrscheinlich. Wir waren 2 Monate in Spanien und haben da quasi überwintert und sind auf dem Rückweg bei Nathalie und ihrem Freund vorbeigekommen. Und da habe ich die Nathalie kennengelernt und wir waren zusammen Eichhörnchen füttern und wir waren zusammen Kitesurfer beobachten. Und wir haben, während wir deine leckere Leberwurst gegessen haben, über diverse Themen gesprochen. Und ja, deswegen hatte mich dann natürlich das auch interessiert, was du machst, beziehungsweise hast du natürlich auch erzählt, was du so machst und welche Themen da so reinspielen. Und so haben wir uns kennengelernt, vereinfacht gesagt. Und jetzt interessiert sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, was du noch dazu denkst, wie wir uns kennengelernt haben, deine Ansicht vielleicht. Und wer du so bist, wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ja, also ich habe dich vorher akustisch schon kennengelernt. Ich habe deinen Licht und Fleisch Podcast gehört, sozusagen. <ja. lacht> Und dann habe ich dich, ja, ich glaube 3 Wochen bevor ich dich persönlich getroffen habe, habe ich den Podcast entdeckt und dachte, ach lustig. So habe ich sozusagen meinen Zugang zu dir gefunden. Und wir haben ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, glaube ich, so, was so ein bisschen Lebensdefaktoren angeht und vielleicht auch so Weltperspektiven. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Ja, ansonsten zu mir, ich bin so eine Berliner Göre, eigentlich ein Großstadtkind sozusagen, und bin so meinen Weg gegangen über Soziologie, Psychologie, Politikstudium und habe dann aber mich so ein bisschen verloren, glaube ich, in dem kognitiv-mental-wissenschaftlichen und bin dann so ein bisschen umgeschwenkt. Ich habe das Gefühl, der Körper hat mich da auch so ein bisschen hingezwängt, also chronische Darmentzündung und ja, so diverse toxische Geschichten, toxische Beziehungen, immer wiederholende Streits und Unzufriedenheit, und hatte damals aber gar keine Sprache dafür, konnte das irgendwie gar nicht richtig benennen, was denn eigentlich los ist, und habe mich da so rausgewurstelt und bin dann sozusagen aus eigener Betroffenheit, wie das so ist. Ich glaube, die meisten Menschen, die im traumatherapeutischen Bereich arbeiten, sind auch selbst betroffen. So auch bei mir. Und also am Anfang erstmal so eine intrinsische Motivation, mich selber zu verstehen, mich selbst zu heilen, mit mir in Frieden zu kommen und mit der Welt. Und arbeite inzwischen als psychologische Beraterin in Traumatherapie. Mhm. Ja. Das ist so mein knackiger, kurzer Weg, sage ich mal so. Stimmt, ich erinnere mich auch an ein paar Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die hatte ich schon wieder voll vergessen. Ich hatte auch im Licht- und Fleisch-Podcast, wer das nicht kennt, es gibt einen separaten Podcast, gibt aber auch hier auf diesem Podcast noch ein paar einzelne Folgen dazu. Da hätte ich ja direkt den Einspieler noch mit reinnehmen können, kann ich bei der zweiten Folge noch machen. Also das mal einspielen können, sozusagen. Du hast gerade erzählt, dass du da eher so auf dieser kognitiven Ebene unterwegs warst. Also wie schätzt du das ein? Weil ich auch viel mit Leuten zusammenarbeite, die Darmkrankheiten, Darmthemen in irgendeiner Art und Weise haben, und da man das Gefühl hat, dass, und auch ich früher so ein Mensch war, der halt sehr logisch, rational, super krass in dieser Verstandesebene unterwegs war. Denkst du, da ist irgendwie ein Zusammenhang? Wie ist da deine Meinung? Definitiv ist da ein Zusammenhang. Ich glaube, dass das ja einfach wie so eine Einseitigkeit ist des menschlichen Daseins, und dass das vielleicht, gibt es sicherlich auch so verschiedene Tendenzen in uns, und manch einem liegt es vielleicht auch eher, und das ist ja auch in Ordnung, aber dass diese Überbetonung der reinen Verstandes menschlichen Daseinsweise, dass das automatisch irgendwann zu so einer Disbalance führt, habe ich zumindest, ist meine Interpretation. Weil da die gefühlsbetonten Dinge oder die kreativen Dinge einfach nicht so viel Raum bekommen und das langfristig einfach dann so vielleicht zu Verhärtungen, zu Anspannungen oder einfach zu Disbalancen auch im Körper sich vielleicht manifestiert. Das ist meine Interpretation. Es macht für mich Sinn, dass das ein Faktor ist. Sicherlich gehört auch Lebensstil dazu und Ernährung und wie gut schlafe ich und wie sind meine Beziehungen und so. Aber ja, sicherlich auch, wenn man nur eine Seite des Menschseins sehr stark lebt, kann ich mir schon vorstellen, dass da sich das auch manifestiert im Körper. Ja. Ja. Bevor ihr die Folge weiterhört, kleine Erinnerung, Nathalie hat auch einen Podcast. Willst du kurz sagen, wie der heißt und wie der zu finden ist? Ja, der heißt Alles deine Schuld, weil mich, wie gesagt, Scham- und Schuldgefühlsthemen sehr stark interessieren, und den findet man auf allen Podcast-Apps. Und da spreche ich meistens mit entweder betroffenen Menschen, die von Burnout, von Depression oder Süchten oder so betroffen sind, aber auch mit Menschen aus dem Fachbereich, also die Körpertherapeuten sind oder auch Therapeuten aus dem näheren Umfeld oder Menschen, die sich irgendwie mit spannenden, angrenzenden Themen sozusagen beschäftigen. Manchmal gibt es auch ein paar Solo-Folgen. So füttere ich meinen Podcast. Hört da gerne rein, damit ihr weiter Futter habt, um euch weiterzuentwickeln. Wir werden auf das ein oder andere Thema auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich habe mir vorgenommen, so ein paar Themen von meiner Seite heute anzusprechen, damit ihr als Zuhörer auch einfach für euch was mitnehmen könnt und seht, jeder hat da so seine Themen. Es geht alles zu, ich sag mal, stetig irgendwie weiter was zu entdecken, und das ist quasi dieses Ding ist niemals abgeschlossen. Also viele verfallen ja dann in diesen Glauben, okay, ich mache jetzt irgendwie Biohacking und dann ist quasi Tag X irgendwann gekommen und ich bin super gesund und ich brauche nichts mehr machen.
aus meiner Sicht wird es immer weitergehen, weil irgendwie immer neue Themen aufploppen. Und ja, schauen wir mal, was heute bei rumkommt. Und auch da mag ich direkt, das ist nämlich auch, glaube ich, so eine Falle, zumindest wenn ich das so ein bisschen beobachte, dass so gerade in dieser Biohacking-Szene, da sind so Menschen, die sich, glaube ich, sehr schnell in so Optimierungs-Hamsterrädern befinden. Mhm. Und das kann auch traumabedingt sein, dass man denkt, ah, ich bin nicht in Ordnung und ich muss. Mhm. Sportsucht oder was weiß ich, ne? Ja, da können wir gerne mit drauf eingehen. Dann wahrscheinlich passt das dann eher in die zweite Folge. Na, mal gucken. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so eine Art Überlebensstrategie dann vielleicht schon, ne? Genau. Möchtest du so ein bisschen einen Einblick in dein Leben geben, wenn wir jetzt vielleicht bei der kleinen Nathalie anfangen, zu gucken, wie war deine Kindheit, wie war deine Jugend, was hat dich damals so geprägt, wie kamst du auch vielleicht in Kontakt mit Schuld, Gefühlen, mit Scham? Ich denke, gerade in der Schulzeit oder als heranwachsende Frau ist das ja auch ein großes Thema. Und wie du dann, ich sag mal, grundsätzlich damit umgegangen bist oder wie du vielleicht auch heute damit umgehst, was dir da geholfen hat, diese Themen, wenn da welche waren, zu lösen. Und ja, dass du uns vielleicht mal so mit auf die Reise nimmst, dass wir so das als Startpunkt nehmen können. Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin in Berlin groß geworden und vielleicht ist das nicht ganz unerheblich, aber das ist natürlich auch ein gewisses Setting. Dann habe ich 3 Halbschwestern und 2 Halbbrüder, bin die Kleinste. Und das macht natürlich auch irgendwie was, wenn man so ein bisschen die Kleinste ist und man sieht die größeren Geschwister, die schon Sachen dürfen und ich noch nicht. Und ich hatte, glaube ich, immer den Drang, ich will auch Sachen machen. Ich habe mich so ein bisschen limitiert gefühlt. Und war auf einer Waldorfschule. Ich glaube, das war auch sehr prägend, zumindest 6 Jahre lang. Und dann bin ich auf eine staatliche Schule gekommen. Und das war wie so ein Systemwechsel, sage ich mal so. Das ist eine ganz andere Art zu lernen und ein ganz anderes Menschenbild auch, was in der Waldorfschule da ist im Vergleich zu einer normalen staatlichen Schule, die mich ja ganz anders mit Druck, sage ich mal so, und mit Noten, das kannte ich vorher alles gar nicht. Und da dann diese Anpassungsthemen sozusagen auch anfingen. Ich war als Kind, sagt mein Vater immer wieder, war ich sehr schüchtern in der Schule und habe sehr leise gesprochen, wenn ich drangenommen wurde. Heute habe ich einen Podcast und spreche vor der Kamera recht entspannt. Früher hatte ich das Gefühl, so, ich habe nichts Wichtiges zu sagen, ne? So zu dem Thema Scham und Schuld, schon mal so Spoiler. Und mich unsichtbar machen. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, dass ich, mein Vater ist Jahrgang 38, also ganz andere Generation, ganz andere Startbedingungen und hat sich viel selber erarbeiten müssen. Meine Mutter ist Lehrerin und dadurch hatte ich vielleicht auch irgendwie immer so anvisiert, selber zu studieren und Wissen haben und akademisches Leben vielleicht auch so ein bisschen idealisiert. Und ja, bin dann später irgendwie, also ich hatte als Kind wahnsinnig viele Krankheiten. Ich weiß nicht, das sind natürlich alles Sachen, die auf der äußeren Ebene sozusagen vielleicht nur sind, aber ich glaube, dass das ja, wie gesagt, immer was ist, ein Ausdruck von einer emotionalen Not, die man vielleicht auch aber selber gar nicht zuordnen kann als Erwachsene, weil das Wissen noch gar nicht so richtig da war. Ich war schon in der Kindheit war ich schon bei Therapeuten und in Therapie und hatte, ich glaube, jeden Winter, weiß nicht wie viel, Scharlach und Röteln und Hals-Nasen-Ohrenentzündung. Also da war ich Standardbesucherin sozusagen beim HNO-Arzt. Und Ist da rückblickend, ist das für dich auch schon ein Thema, wo du dich geschämt hast, vielleicht als Kind zu sagen, ich bin da beim Therapeuten oder so, dass du da mit hingehst? Ja, total. Also weil ich das nicht so ganz zuordnen konnte. Ich hatte ja auch vor allem Vergleich sozusagen mit meinen Schwestern, die waren nicht beim Therapeuten. So, ich schon. So, da ist irgendwie so, irgendwie bin ich irgendwie komisch oder ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung. Meine Schwestern haben auch einen anderen Vater als ich. Das war, hatte ich auch so das Gefühl, ich bin irgendwie anders oder ich bin nicht ganz Teil vielleicht von dieser Clique hier. Ich hatte auch in der Schule eine Lese-Rechtschreibschwäche in den ersten Jahren und dann hatte auch so starke Aufmerksamkeitsschwierigkeiten in der Schule, so wirklich da zu sein, präsent zu sein, ruhig zu sein. Und da gab es in der Waldorfschule, damals hat man dann so lernschwierige Kinder sozusagen auch rausgeholt. Die haben dann so extra Heileurythmie bekommen, falls das irgendwem was sagt. Und das war mir auch unangenehm. So, ich bin so die Sonderschülerin, die so ein bisschen lernschwierig ist. Das habe ich schon mitbekommen. Und ich werde da jetzt sonderbehandelt, aber nicht, man hätte sich das ja auch vielleicht so erzählen können, ich kriege eine Extrastunde Einzelunterricht. Aber für mich, ich habe das anders verdaut. Ich habe diese Informationen mehr so genommen, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung.
So, ich kriege hier Nachhilfe, sozusagen. Ja, ja. Also. Also ich glaube, so geht's oder kann es auch in der normalen Schule vielen gehen. So, ja. Wenn ich mich jetzt so erinnere an einige Kinder damals oder Schüler. Mhm. Ich war halt so der Klassenclown eher, immer irgendwie Krawall gemacht, irgendwas immer. Ich konnte nicht stillsitzen, so nach dem Motto. Mhm. Und ja, aber es gab, also selbst da auf jeder Seite, ich glaube, jedes Kind, das ist auch ein Thema, wo wir nachher hinkommen, ob quasi, wie, was überhaupt Trauma sind, ob eine Welt ohne Trauma da möglich ist, ob das was Schlechtes ist, Trauma zu haben oder sowas, oder dass sie entstehen und ja. Mhm. Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Chronische Krankheiten. Ich kann ja mal, also weil das, wie gesagt, ich glaube, dass ja, das nicht ja. unerheblich ist. Das sind ja, ja alles so äußerliche Sachen so. Also wie gesagt, viele Mittelohrentzündungen gewesen. Und dann hatte ich in der Teenagerzeit, wo man eigentlich anfängt, sich auch für Sexualität zu interessieren und so, das war bei mir auch so. Und dann habe ich aber ein Problem gehabt. Das habe ich in meiner Intro-Podcast-Folge auch transparent gemacht. Ich hatte Vaginismus. Was bedeutet, dass die Vaginalmuskulatur verkrampft. Und du hast da, das kannst du nicht steuern, das ist komplett willkürlich. Was bedeutete, okay, dass ich Sex nicht haben konnte, sozusagen in dem Sinne, weil Penetration unfassbar schmerzhaft war. Und das hat dann auch wieder ja zu so einer Ablehnung meines Körpers geführt und meiner selbst. Und ich habe das damals so erlebt, wie ich will an irgendetwas teilhaben, was total wichtig ist, was Gleichaltrige als was Freudvolles erleben. Und ich habe da keinen Zugang zu, weil mein Körper ganz anders irgendwie ist. So, ich habe da sehr defizitär drauf geschaut. Also schon wieder irgendwas funktioniert mit mir sozusagen nicht. Und ich habe das als Krankheit, aber ich hatte damals auch gar keine Sprache. Ich wusste nicht, was das ist. Ja, das ist mega interessant, weil ich glaube, also ich habe viele Menschen, die auch, oder was heißt viele, ich habe einige Menschen, von denen, mit denen ich so arbeite, die dann so sagen, wie, warum macht dieser Darm das? Warum ist der so krank? Oder warum kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Warum kann er nicht einfach sein Ding machen? So? Mhm. Und dann entsteht manchmal so diese Distanz zu diesem Organ, als wäre das was Fremdes, so, ne? Ja. Und das, ja, genau so ging es mir auch. So, was macht das da unten? Also ich hatte da auch, das ist auch sowieso so ein Thema, vielleicht Scham in Bezug auf die eigene Sexualität. Bei Frauen ist das vielleicht auch nochmal anders gelagert, dass man da auch alleine von der Sprache keine schönen Begriffe teilweise für hat, ja. So, wie nennt man das denn da unten irgendwie so? Und dann, wenn das dann auch noch mit Schmerzen assoziiert ist und irgendwie so, das ist dysfunktional und dass das dann auf jeden Fall noch mal mehr so abgelehnt wird, als was eigentlich nicht zu mir gehören sollte. Hast du also Marie, die kennst du ja jetzt auch, sie hatte sich auch mal damit beschäftigt, sie hatte früher so einen Kurs gemacht, wir hatten ja jetzt gerade die zweite Alleingeburt, beziehungsweise die dritte Geburt generell, und sie hatte sich auch mit dieser Thematik der Bezeichnung von dem weiblichen Teil sozusagen beschäftigt. Und sie ist dann zu diesem Wort Yoni gekommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Ja, klar. Ja, da ist schon eine Yoni-Massage, daher kenne ich das. Das war mir vorher auch nie so bewusst, ne, die ganzen Wörter. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast laut im Bus hört, vielleicht setzt ihr die Kopfhörer auf, aber sowas wie Scheide, Muschi, das Wort mit F, diese ganzen Sachen, dass das alles so negativ ist oder nicht das Ganze beschreibt, ne? Das fand ich sehr interessant. Und inzwischen sagt halt selbst unsere Große, sagt immer Yoni, und selbst der Willi, der Mittlere sozusagen, der sagt dann auch immer Yoni, weil der kennt jetzt halt dieses Wort von klein auf. Das ist mega spannend. Ja. Ach, schön, ja. Ja, schön, wie man dann auch den Kindern natürlich dadurch was ganz anderes vermitteln kann. Mhm. Wenn die Mutter sich mit dem Wort viel wohler fühlt, so, das kriegen die Kinder ja auch mit. Mhm. Und dass sie das dann auch in die Welt tragen, so. Das ist echt schön, ja. Ich denke, das ist ja, um noch das kurz abzuschließen, dann kannst du gerne weitererzählen, bei vielen Jugendlichen oder Menschen generell, dass sie sich für diese Teile von sich selbst irgendwie schämen, ne? Wegen diesen Begrifflichkeiten schon so. Als Mann finde ich es auch schwer, das irgendwie zu bezeichnen, ohne dass es abwertend ist. Oder gesellschaftlich halt so negativ geprägt ist irgendwie, ne? Dass irgendwie so was Negatives mitschwingt einfach. Ja. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch darüber dann ins Gespräch kommt als Paar oder irgendwie auch im Freundeskreis, so, wie fühlst du dich damit? Was sind so, dass man da vielleicht guckt, vielleicht haben die anderen ja eine andere Sprache oder so, und die sagt einem zu, dass das auch so ein bisschen enttabuisiert wird und entschamt wird irgendwie, und dass man da irgendwie, ja, eine andere Beziehung zu entwickeln kann.
direkt im Café, im Deep Talk über die Joni genau. zu fragen, wie geht's deiner Joni? Was ist deine Joni? ja. Okay. Aber auch was du sagtest mit dem, dass da ja so wie sowas Willkürliches, was im Außen irgendwie ist, und das ist ja eigentlich der eigene Körper oder die Organe, mit dem Darm habe ich das ja auch gehabt, so der Darm, und das ist dann das ätzende Körperteil. Und mir hat ich hatte dann eine Sexualkörpertherapie gemacht, allerdings erst mit 24 angefangen. Also ich habe 10 Jahre lang habe ich unter Vaginismus gelitten, so mit On-Off-Phasen. Und ich habe auch nicht verstanden, ich hatte das in einer Beziehung, war das weg und dann ist es wiedergekommen. Aber als ich dann einen Begriff hatte, konnte ich auch überhaupt erst ganz fokussiert nach einer Therapie suchen. Vorher war immer so die Ärzte, die sagen, ja, entspannen Sie sich doch einfach und vielleicht brauchen Sie Gleitgel. Und denkst du so, also das ist dann auch so eine Beschämung, okay, ich krieg's nicht hin, oder? Das stimmt schon wieder was nicht mit mir, ja. Genau. Und denke mir so, danke, selbst beschämen, das kriege ich ganz gut alleine hin. Das brauche ich jetzt nicht noch von der Frauenärztin. Aber dass ich dadurch die Körpersexualtherapie, sie hat mir dann immer gesagt, das ist dann so, die Vagina trifft eine Entscheidung, die du nicht treffen kannst. Das ist bei mir ein Thema mit Abgrenzung zu tun hatte. Dass da eine Scham war und eine Schwierigkeit war, überhaupt Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, ich will das gerade gar nicht. Ich will das nicht in der Geschwindigkeit oder nicht mit der Person oder auf die Art und Weise, dass das mir so schwer gefallen ist, dass ich das dann mit 24 in dieser Körpersexualtherapie gelernt habe. Also wir haben da teilweise echt einfach nur Körperarbeit gemacht, Grenzen setzen, dass sich das in diesem Vaginismus dann so manifestiert hat, und dann innerhalb von einem halben Jahr war der weg. Also es war wie, als ob mein Leben neu anfängt, so ein bisschen. Ja. Ich bin dieser Frau, dieser Therapeutin krass, krass dankbar, weil das so viel verändert hat, weil Sexualität ist ja auch Lebenskraft, und wenn die nicht fließen kann, ne? Ja. Ja. Ja, wenn du denn mit so einem riesigen Aspekt irgendwo im Leben, was ja auch, ich sag mal, Fortpflanzung und allem dienen soll oder beziehungsweise Teil davon ist, nicht um dienen irgendwie, dass das wieder abwertend ist, und wenn das so mit einem Schatten einfach da ist die ganze Zeit so, ne, so, dann glaube ich, dann macht das schon was enorm so mit einem, ja. Und ich hab nämlich auch damit ein Thema, also können wir die Karten hier gleich auf den Tisch legen. Hau raus. Ich hatte, wie alt war ich denn da? Ich weiß gar nicht, Anfang 20, würde ich jetzt mal rückblickend vermuten, hatte ich, wie heißt das? Ich hatte mein Vorhautbändchen ist immer abgerissen, sozusagen. Und es war natürlich mega schmerzhaft, mega unangenehm, und ich habe dann überlegt, mache ich da jetzt was oder mache ich da nichts, so, und das ist auch wieder das Thema krass Scham, auch das jetzt natürlich hier zu sagen, so. habe mich dann irgendwann dazu entschieden, das operieren zu lassen, was halt auch eine richtige Entscheidung damals war oder immer noch ist, weil es mir damit einfach viel, viel besser ging. Und kleiner Spoiler hier, ich durfte meine Vorhaut nicht behalten. Das war, fand ich sehr, sehr unangemessen. Ich war quasi bei dieser Operation, wo ich noch einen aus meiner Abschlussklasse getroffen habe und quasi mit ihr erzählt habe, weil sie da Arzthelferin war, wie es den anderen so geht, was sie so macht und so, während ich da quasi beschnitten wurde. Und habe dann eigentlich so aus Gag so ein bisschen gesagt danach, dass ich die jetzt gerne behalten würde. Und dann meinten die, nein, das dürfen die nicht, die dürfen mir das nicht geben. Und dann, also so im Rückblick finde ich es eigentlich voll krass. So. Und ja, jetzt ist es natürlich immer noch ein Schamthema, das auch zu zeigen, irgendwie so ein Stück weit. Ne? Also ich bin nicht religiös im Sinne von, dass das jetzt irgendwie bei mir ein Thema wäre. Aber das einfach zu zeigen, so, dass da irgendwie jetzt was in Anführungsstrichen fehlt, ne? Das ist dann schon auch mit Scham behaftet, so dass ich dann merke ich schon, wenn jetzt zum Beispiel, ne, jetzt mache ich gerade wieder Kampfsport, bin dann in der Dusche oder so, dass ich mir dann doch eher das Handtuch davor halte. So einfach, weil ich mich irgendwie dafür geniere oder so, ne? Und ich frage mich dann auch immer, okay, was steckt da jetzt dahinter? Und das ist halt super spannend, wieder diese Themen zu sehen und dann irgendwie zu gucken, was kann ich jetzt machen, um das aufzulösen, weil es ist halt. Die anderen juckt's quasi gar nicht so nach dem Motto, ne? Das ist wahrscheinlich nur wieder so ein Ding bei mir. So, jetzt könnte ich hingehen, könnte die Leute anquatschen, so, ey, hast du gesehen, das und das, und stört dich das? Oder was denkst du dazu? Und ich habe das Gefühl, dich stört das, oder du guckst dahin so. Aber ja. Ja. Ja, erstmal schön, dass du damit so gerade so offen umgehst. Ich stelle mir vor, auf jeden Fall ist das eine Art, dass sich da verletzlich zeigen hier, auch wenn es in deinem Podcast ist. Aber deswegen finde ich das voll schön, also so Menschen damit vielleicht auch zu inspirieren, dass man darüber sprechen kann, weil du kannst dafür ja gar nichts.
Und das ist ja, also ist ja, ne, diese Verzerrung, irgendwas ist mit mir falsch, weil die Vorhaut fehlt. Ist ja sozusagen eigentlich wirklich ein verzerrtes Bild irgendwie, wenn wir uns da mit verstecken wollen. Ja. Und ich hatte das dann auch mit dem Darm. So, das ist ja dann auch so, oh, der ist irgendwie Defizit und der ist zu viel und der tut weh und was weiß ich. Also wie man dann ja sich für Körperbereiche schämt, die aber eigentlich ein Signal sind für, ey, hallo, ich bin gerade, ich versuche dir gerade was zu vermitteln. Und man da aber denkt, das darf nicht sein. Eigentlich hat der Körper ja gar keine andere Möglichkeit, mit dir irgendwie zu kommunizieren als so. Ja, ne? Ist so, ja, die ganzen Symptome, das ist die einzige Sprache, ne, die der Körper hat, so. Solange bis wir das hören wollen oder sehen können. Ja. Was denkst du aus deiner Sicht, hat dann da so reingespielt, dass wir überhaupt, oder du auch damals, dass du da überhaupt eine Scham dafür empfunden hast? Bist du jetzt, wenn du jetzt darüber erzählst, bist du da jetzt komplett frei davon, dass du sagst, du hattest das Thema und das ist okay und jetzt ist es halt erledigt und du kannst darüber sprechen? Und mit dem Vaginismus? Ja. Voll. Also da bin ich komplett unverschämt und frei von, komplett. Stimmt, unverschämt, das ist eigentlich voll das geile Wort dann, ne? Also, Also es gibt, glaube ich, andere Bereiche, wo ich merke, dass da Scham da ist, aber auch da will ich mich nicht für meine Scham schämen, sozusagen, sondern auch da offen und transparent mit sein und das nicht, weil dieses, es ist so anstrengend, das verstecken zu müssen. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen, aber Vaginismus, das ist für mich so, das ist wie so eine Erfolgsgeschichte, so, dass ich das geschafft habe und das hat mich ja so belastet. Ja. Und das mit dem Darm, da bin ich noch dran, aber da ist es auch schon viel, viel besser als früher. Und das so, also so auch so ermutigend, so, dass man einfach, wenn man krank ist oder wenn man leidet oder wenn irgendwas nicht rund läuft, dass das nicht so bleiben muss. Dass das, also zumindest mein Weltbild, dass eigentlich fast alles heilbar ist. Nicht, vielleicht nicht alles. Wenn das Bein ab ist, ist es ab. Aber ich glaube, dass da viel, viel mehr Potenzial in uns steckt an Selbstheilung, als wir glauben. Ja. Also um das nochmal abzukürzen, wenn ich jetzt das wiedergebe, was du gesagt hast, du bist jetzt quasi, du machst dich jetzt bald als Coach für Vaginismus selbstständig und kannst unverschämt über diese Themen sprechen und jetzt habe ich gerade noch einen anderen Punkt, jetzt habe ich mir vergessen, aber unverschämt offen, das ist ein guter Titel für die Folge hier. ja. Aber das ist ja eigentlich dann wie so ein Kompliment, wenn jemand sagt, du bist ganz schön unverschämt. Für mich, ja. Also für mich ist es so, dass Leute häufig zu mir sagen, dass ich frech bin und das steckt da ja auch so ein bisschen mit drin und ich empfinde frech auch als Kompliment, weil das auch was ist, was wir vielleicht auch so Kindern so ein bisschen zuschreiben, ne? Kinder, die nicht sich verstecken oder zurückhalten, eine freche Frage stellen oder ja, so durch ihr Frechsein einfach auch eine gewisse Freiheit irgendwie mit transportieren und dass dieses Frechsein da ja auch was, ja, Scham da irgendwie gar nicht so wirklich mit drin steckt. Deswegen finde ich, wenn jemand sagt, du bist frech, sage ich, oh ja, gerne. Danke, du auch. dann wie, also du hast jetzt erzählt, so wie das bei dir so war in der Jugend, beziehungsweise da mit diesem Vaginismus-Thema, was ich vorher übrigens noch nicht so mit diesem Begriff kannte, könnten wir das auch als Ionismus bezeichnen? Wie kamst du dann dazu, dass du jetzt Menschen generell oder ich weiß nicht, ob du jetzt dich auf Frauen spezialisiert hast oder Männer oder alle. Wie ist das entstanden, dass du dann gesagt hast, ey, ich mache jetzt hier so einen Podcast, ich betreue da Leute, ich helfe denen, ich stehe denen zur Seite. Wie ist das dann entstanden? Ja, also zum einen glaube ich, wie gesagt, aus dem eigenen Antrieb. Ich habe mich erstmal lange irgendwie selber damit beschäftigt und habe dann gemerkt, dass da so viel Wissen da ist und ich muss da irgendwas mitmachen, dachte ich erst so mit dem Podcast. Und ich habe aber auch schon parallel, habe ich schon so eine Ausbildung gemacht gehabt zu meinem normalen Bürojob, den ich vorher hatte, weil ich schon die Idee hatte, dass ich eigentlich, was ich gerne mache, ist Fragen stellen. Und das habe ich früher im Studium gehabt, dass ich eben mehr so aus Forschungsgründen, das war eben noch sehr kognitiv orientiert und war eigentlich immer interessiert an Menschen, an der Psyche und eben so ein sehr neugieriges Kind. Und das hat sich dann so ein bisschen halt verlagert und habe dann diese Trauma-Ausbildung gemacht, NAM nennt sich das, und noch eine andere, in der ich noch drin bin.
Und das war dann so irgendwie gefühlt, ist das so ein schleichender Prozess gewesen, die letzten 4 Jahre. Ja. Dass ich da immer wieder so was ausprobiert habe, wie ist das, wenn ich Menschen begleite und wie fühlt sich das für mich an und wie kommt das bei den anderen an? Mhm. Und da bin ich da so reingeschlittert. Ja, da können wir über die Thematiken Namen und so weiter, da gehen wir in der zweiten Folge drauf ein dann. Jetzt würde mich noch interessieren, das ist auch ein Punkt, also für die Zuhörer, wir haben uns vorher schon so ein paar Punkte rausgesucht, über die wir sprechen wollen, die wir als sehr wertvoll für euch oder ich auch sehr wertvoll für euch als Zuhörer empfinde. Und hier ist ein Punkt zum Beispiel auch zu gucken, welchen Einfluss hat denn dann die Kindheit oder die Jugendzeit oder generell diese Thematiken, die da entstehen in diesen Phasen. Was kann das so im Leben machen? Ich hatte die Franziska Mager, die auch hier im Podcast schon war, mit ihr, sie hatte damals mal, als sie bei uns zu Besuch war in Brandenburg, hatte sie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, worum genau es ging, aber ging um irgendwelche Entscheidungen auf der Beziehungsebene, auf der Arbeitsebene und so weiter zu sagen, wenn du halt immer noch traumatisiert bist oder irgendwas dergleichen, Glaubenssätze hast und so weiter und du triffst eine große Entscheidung für dein Leben, sei das ein Job oder ein Partner oder irgendwas dergleichen, dann triffst du diese Entscheidung immer noch auf der Basis von diesen Glaubenssätzen oder diesem Trauma und so weiter. Und wenn du dich dann quasi davon befreist oder löst, dass dann halt die Entscheidung natürlich auch ganz anders ausfallen kann sozusagen und das deswegen so lebensverändernd auch sein kann, diese Themen anzugehen. Was denkst du da dazu? Ja, total. Also wenn ich Entscheidungen aus Angst sozusagen treffe oder wenn ich da ganz viel mit einem strategischen Ego-Strukturen drin hänge, dann mag das alles funktionieren, aber frei fühlt sich das nicht an. Und ich bin da ganz bei ihr, dass alles, dass ich glaube, dass die meisten unterschätzen, was so die Kindheit oder was so Verletzungen aus der Kindheit für einen Einfluss auf die gesamte Erwachsenenzeit sozusagen haben. Also ich glaube, das ist viel krasser, intensiver, umfassender und langfristiger, als die meisten ahnen. Mhm. Also es macht einen Unterschied sogar, ob die Mutter Alkoholikerin ist, während ich im Bauch der Mutter bin oder ob sie nicht sowas ist, ob sie sich ausreichend gut ernährt und schläft und in einer glücklichen Beziehung ist, ob sie Bock auf das Kind hat oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob die Mutter depressiv ist während der Schwangerschaft. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Hormone und das Kind ist abhängig. Das kann ja nirgendwo nicht hin. Also das ist da drin in diesem Babybauch. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich natürliche Hausgeburt in die Welt komme, so und so empfangen werde, wie es vielleicht natürlicherweise ist, oder ob ich per Kaiserschnitt, ich sag mal, so ein bisschen brutal rausgerissen werde und da auf einmal plötzlich irgendwelche Neonlampen mich so anscheinen und mir, aber auch auf so einer ganz banalen körperlichen Ebene, ne, so dieses Vaginalsekret hat ja auch einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom. Also so sowohl auf einer psychisch-seelischen als auch auf einer körperlichen Ebene. Ja. So allein schon die Geburt. Ja. Aber auch danach, wenn man ständig umgezogen wird und eine unruhige Umgebung ist, hat das einen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns irgendwie so. Also definitiv. Da fällt mir ein, wir haben jetzt, also das Kind bei uns jetzt das dritte, ist jetzt quasi vor einer Woche am Samstag geboren. Es ist jetzt quasi 11 Tage irgendwie alt. Ich zähle das so mit. Und wir haben es nicht einmal gewaschen, aber es ist trotzdem super sauber, super rein. Riecht immer noch so schön. Ja. Und das ist, also ja, auch gar nicht nur, also generell die Struktur jetzt beim dritten Kind auch irgendwie komplett anders. Ich bin auch der Überzeugung, dass das mit der Ernährung, dem Lebensstil und so weiter zusammenhängt schon. Und ja, mega die schöne Geburt war einfach in einem Krankenhaus. Dann guckt das Kind erstmal gefühlt, also wenn es gerade überhaupt die Augen aufmachen kann wegen den Neonlampen, aber es sind irgendwie noch 10 Fremde vielleicht, die da irgendwie gucken, was geht da eigentlich ab. Und ja. Und das dann schon als Start. Voll. Und das ist echt, also ich finde das echt wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie dieses Kind in die Welt kommt und wie viel man darauf Einfluss hat. So, und dass man sich da nicht verunsichern lässt. Ich bin da, habe mich da mal sehr umfassend mit beschäftigt. Ich habe auch eine Freundin, die Hebamme ist und habe auch mit anderen werdenden Hebammen schon drüber gesprochen, dass das einfach nicht sein muss. So, und dass man sich da auch nicht verunsichern lassen muss, selbst wenn das Ärzteteam sagt, ja, das ist viel sicherer. Was ich eher ein Zeichen von nicht ganz Gesundheit finde, ist, wenn eine werdende Mutter sagt, nee, auf jeden Fall Kaiserschnitt. Ich hatte sowas in meinem sozialen Umfeld und ich war sehr irritiert, wie man dann im 4., 5. Monat auf diese Idee kommt, zu sagen, auf jeden Fall Kaiserschnitt, weil das sei ja sicherer. Und ich mir dachte so, na, wenn es aber gar keine medizinische Notwendigkeit gibt, was ist denn da der Beweggrund? Sicherheit? Sicherheit um jeden Preis? Und das für mich schon so ein Ausdruck ist für so eine Getrenntheit eigentlich von den ursprünglichen Fähigkeiten, die der Körper eigentlich hat.
Das ist, ich habe auch bei vielen, wo ich dann gesagt habe, hier wieder Alleingeburt, Lotusgeburt und so weiter. Also wir haben die Plazenta drangelassen für eine Zeit. Und dann kommen so Nachrichten so zurück, so wie, ja, freut mich voll für euch. Ist echt verrückt, ihr mit eurer Alleingeburt. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen und so. Und ich dann immer so denke, ey, es ist viel, viel kürzer, normal Kaiserschnitt Krankenhausgeburt zu haben, als das, was wir machen sozusagen. Und was ist daran verrückt so? Und ja, das ist manchmal echt krass auch zu sehen, wie die anderen dann so ticken so dazu, weil sie auch alle Angst haben, dass irgendwas passiert, ne? Und wir machen uns ja halt gar keine Gedanken drum. Also beim ersten Kind war das noch ganz anders, aber jetzt beim dritten Kind, wenn du auch als Frau super selbstbewusst und selbstvertrauend dann darin bist, ne, dann brauchst du die meisten Sachen auch gar nicht mehr und lässt dich da auch nicht mehr verunsichern. Aber wenn du irgendwie als sowieso verunsichertes Mädchen, vielleicht auch, weil du Schuld- und Schamthemen hast, auch wieder Traumata ohne Ende vielleicht, dann kommst du da zu irgendwie so einem Doc, der mega autoritär vielleicht auch ist und der da sein Zeug erzählt, dann lässt sich natürlich einschüchtern und hast dann Angst, dass die Geburt sonst wie schmerzvoll ist und ein Kaiserschnitt halt mit vielleicht Vollnarkose, ich weiß es nicht, wie das so läuft genau, aber dass das halt der entspanntere Weg wäre, ja. Aber definitiv. Und da ist es halt auch wieder dieses Gefühl von, ich bin selbstwirksam und ich vertraue meinem Körper irgendwie. Und es ist ja nicht so, dass es das nicht toll ist, dass es solche Errungenschaften gibt. So. Aber ganz viele Sachen sind vielleicht gar nicht notwendig und dass wir uns da so abhängig machen von solchen Systemen und von solchen Umgebungen vom Krankenhaus, dass das vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja. Ja, noch einen Gedanken dazu, dann können wir darüber sprechen, was das vielleicht auch so mit Beziehungen oder sowas macht, diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben. Zum einen ist ja auf dem Podcast relativ klar, okay, wir haben, oder mit meiner Geschichte, Colitis ulcerosa, bin jetzt genau seit circa 3 Jahren symptomfrei, 4 Jahre länger medikamentenfrei. Und das ist ja laut Schulmedizin quasi nicht wirklich möglich, also wirklich gesünder als vorher. Und es ist machbar. Ja, ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren. Ich habe mich da selber durchgeboxt. Und auf der anderen Seite zu sehen, eine Alleingeburt, eine selbstbestimmte Geburt. Maria hat es jetzt auch geschafft bei dieser Geburt. Oder was sie jetzt geschafft, aber sie hat es mit der Atmung diesmal besser hinbekommen, als sie es beim letzten Mal. Also sie wollte es natürlich auch anders hinbekommen, sodass sie auch keine Schmerzen diesmal hatte. Ja, und sie ist wieder super fit nach ein paar Tagen und so. Und das auch das geht, ja, ohne die ganzen Schnickschnack-Sachen drumherum. Was aber nicht heißt, dass es halt für jeden der richtige Weg sein muss. Und wir einfach voll da so im Vertrauen sind und auch das geht, ja, wollte ich einfach nochmal sagen. Voll. Und ich glaube auch da, ne, also dass sie einfach eine Idee hatte und einen Wunsch hatte, wie das Setting ist und wie sie das gestalten möchte. Ich glaube, und auch vielleicht ist es genauso Stress für eine Frau, für eine Schwangere, wenn sie sagt, du musst irgendwie jetzt eine Hausgeburt machen und vielleicht in dem Umfeld alle sagen, auf jeden Fall Hausgeburt und sie sagt, oh Gott, ich traue mir das nicht zu. Dass sie da jetzt dann nicht reingezwungen wird, wenn das für sie der größere Stress ist, ne? Und dazu sagen, okay, vielleicht gehe ich lieber in ein Geburtshaus und das fühlt sich sicherer für mich an, whatever. Ja. Dass das ja einfach so mit, aber so dieses, ich darf selber entscheiden und nicht, ich entscheide, weil ich Angst habe und weil ich mir selber gar nichts zutraue oder was weiß ich. Ja. Ich denke auch für eine Frau, wenn du das durch hast, dann weißt du innerlich, du kannst quasi alles schaffen. Ja. Also. Ja. Das war auch mit Geburtsdrehbuch und Meditation, Visualisierung, der ganze Schnickschnack quasi. Und das ist natürlich auch eine, in Anführungsstrichen, Arbeit, ja, aber die wird halt auch, also da fühlt sich einfach geil danach, denke ich, ja. Also wenn du dich da, wenn du da durchgehst durch diesen Prozess. Mir ist auch aufgefallen, ich habe vorhin Quatsch erzählt, wir sprechen ja in dieser Folge auch schon über Traumata. Ich habe irgendwie vorhin gesagt, wir sprechen die ganze Zeit schon drüber. Ja, über dieses Namen sozusagen. Ahoi, hier ist Nathalie. Willst du alles perfekt machen und vermeidest Kritik um jeden Preis? Zu welchem Preis? Bist du verstrickt in falschen Gefälligkeiten in der Partnerschaft, im Job oder gegenüber deinem Freundeskreis? Vielleicht hast du ehrlich gesagt gar keinen Bock auf diese Familienfeier, traust dich aber nicht abzusagen, weil du denkst, dass du hingehen musst? Erlebst du immer und immer wieder ungesunde Situationen oder Beziehungskonflikte und du verstehst nicht, wieso sich dies eigentlich wiederholt? Hast du oft ein schlechtes Gewissen, grübelst viel und kannst dich nur schwer für Dinge entscheiden? Spielst du immer und immer wieder die brave, fleißige und verantwortungsvolle und hast es eigentlich total satt, weißt aber nicht, wie du damit aufhören kannst? Gerätst du immer wieder an die falschen Partner, unglücklich verliebt oder wünschst du dir endlich eine tiefere, wahrhaftige Beziehung?
Wenn du bereits viel versucht hast, dich aber immer noch im Kreis zu drehen scheinst und da rauskommen willst, hast du jetzt endlich die Möglichkeit, da mal hinzuschauen. Ich zeige dir in 5 klaren Schritten, dass und wie du da rauskommst, und zwar nachhaltig. Also Schluss mit dieser Wiederholungsschleife. Oder wie viele Runden willst du eigentlich noch drehen? Dann klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung zur Folge oder gehe unter alles-deine-schuld.de/schleife und mache damit den ersten Schritt in Richtung Mut für neue gesunde Wege. Oder spürst du direkt, dass du mit deinen Herausforderungen bei mir gut aufgehoben bist? Dann bist du natürlich auch eingeladen, ganz mutig und direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu vereinbaren, um noch klarer herauszufinden, was du für deinen ganz individuellen Entwicklungsprozess brauchst. Nun wünsche ich dir weiterhin viel spannende und schamfreie Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Möchtest du mal einmal kurz vielleicht einen kleinen Überflug geben, wenn wir jetzt sagen, okay, die Kindheit oder allein die Geburtsthemen, was wir jetzt besprochen haben, kann sich quasi auf das Leben auswirken. Hättest du so ein paar Ideen, wo du vielleicht selber auch merkst, bei den Leuten, mit denen du so zusammenarbeitest, das sind genau die Themen, die dadurch entstehen, sei das vielleicht eine toxische Beziehung, sei das ein unglücklicher Job, in dem sie festhängen, sei das vom Money-Mindset sozusagen, welche Themen, was hast du da so für Ideen oder eine Meinung? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel gab es früher, ich habe eine Klientin, die ist ein bisschen älter, ich glaube, die ist über 70. Und früher war das so üblich, so Kinderverschickung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich weiß gar nicht, mit welcher Motivation das gemacht wurde. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass da Kinder, sehr jung, teilweise schon noch bevor sie zur Schule waren, im Schulalter waren, sind die verschickt worden in so Kure oder Heime, Kinderheime ohne Eltern und wie krass sie das heute sozusagen noch belastet. So, also da ist sie mit 5 Jahren aufs Bahngleis gestellt worden und wurde verschickt und durfte mit den Eltern, durfte keinen Kontakt, nicht telefonieren, keine Briefe schreiben, gar nichts und war 4 Wochen weg. So, das klingt ein bisschen wie bei krass. Harry Potter, um das mal kurz ein bisschen. Ja. Oh ja, spannende Idee. Aber das ist zum Beispiel sowas. Aber auch, ja, wenn Menschen Depressionen haben und das irgendwie, ne, aus Scham und Schuldgefühlen so verstecken, weil Schwäche ist einfach nicht gut und die körperlichen Grenzen ignoriert werden. Wenn man in der Schule gemobbt wurde, ne, weil so die eigene Meinung wird dann unterdrückt vielleicht sozusagen und ich unterwerfe mich lieber, als dass ich irgendwie mich nochmal so einer Not ausliefere und dann sich auf Arbeit vielleicht aufopfern bis zum Burnout oder so. Aber auch, ja, Missbrauch in welcher Form auch immer, da kenne ich auch eine, die da zu, ja, in Drogensucht sozusagen sich da geflüchtet hat, um mit dieser traumatischen Erfahrung irgendwie umzugehen, ne, so, also um sich frei zu fühlen und den Schmerz nicht zu spüren. Ja, aber auch klar, toxische Beziehungen, da gibt es verschiedenste Strategien. Also entweder, dass man vielleicht in toxischen Beziehungen bleibt, dass man vielleicht so die Idee hat, ich rette den anderen, den Narzissten oder so. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel und das nicht versteht, dass das da eigentlich nichts zu retten gibt, dass man da am besten sich selber rettet, indem man da raus vielleicht geht. Oder Perfektionismus und so hohe Ansprüche hat und denkt so, nee, also mir ist irgendwie einfach, ich verstehe gar nicht, warum keiner gut genug ist für mich. So, ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, Perfektionismus war bei mir auf einer anderen Ebene oft so Thema früher, sozusagen. Sport? Sport, ja, teilweise. Ja, doch, jetzt wurde es, ja, schon. Wollte ich dann schon irgendwie immer unter den ersten dreien sein, so nach dem Motto, ne? Und irgendwie den Highscore knacken, so nach dem Motto. Und, aber auch so bei der Arbeit später dann so, musst du irgendwie einen Top-Beitrag, musst Top-Podcast und so, ne? Das muss alles perfekt sein, du musst alle Informationen da reinpacken, was sowieso nicht geht, ja. Aber ja, um nochmal kurz zurückzufahren, falls, vielleicht habe ich es jetzt aber auch nicht richtig mitgepeilt oder ich habe es nicht nochmal richtig gefragt, wie entsteht das denn aus deiner Sicht eigentlich, dass wir uns dann überhaupt für irgendwas schämen? Also warum schämt sich der eine dafür, der andere nicht? Um das vielleicht nochmal für den Zuhörer nochmal so ein bisschen klar rauszustellen, dass das quasi, weil du vorhin ja auch gesagt hast, ne, ist ja nicht die Schuld sozusagen von einem selbst manchmal dann. Ich fange mal so an, was Trauma eigentlich ist, weil Scham und Schuldgefühle gibt es in gesunden Varianten und in ungesunden Varianten. So, also wenn ich jemandem auf den Fuß trete oder so, dann ist das angemessen, dass ich mich entschuldige. So, das ist jetzt nicht die Art von Scham, die uns von Schuld, die uns vielleicht belastet.
wenn ich das chronisch irgendwie immer Angst habe, Menschen zu enttäuschen und so, dann ist es einfach eine toxische Art. Und bei Scham ähnlich, so es ist jetzt vielleicht unangemessen, nackt über irgendeinen Marktplatz vielleicht zu rennen, weil das unsere Vorstellungen irgendwie vielleicht nicht entsprechen. Aber wenn ich mich grundsätzlich immer wieder falsch fühle und glaube, ich bin nicht gut genug und ich schäme mich für mein So-Sein, dann ist das, ja, und mich dann einfach immer wieder falsch mache sozusagen, dann ist das eine toxische Form von Scham. Und wo die herkommt? Ja, von Trauma. So, also ein Trauma bedeutet, dass ich irgendwie Angst habe, mein Leben in Gefahr sehe und denke, ich muss mich retten. Dann gibt es so diese Fight, Flight, Freeze oder Fawn sozusagen Modis, falls man die schon mal gehört hat. Und was ist das letzte? Fawn? Fawn, also wenn man so lieb ist und so lächelt und so, das ist sozusagen, die ist häufig gar nicht so bekannt, aber das ist auch so ein Modus, um mit Stress sozusagen umzugehen, um in der Lebensgefahr vielleicht umzugehen. Ah, guck mal, ich tue dir gar nichts, bin der artige, kleine, puffige Hund oder so, sage ich mal so gesprochen. Um den Konflikt sozusagen zu vermeiden dann, oder? Genau, genau. Das ist, gibt's häufiger, als man glaubt. Und bei Trauma ist halt ja so dieses Gefühl von so einer krassen Hilflosigkeit, ich bin irgendwas ausgeliefert, da ist so eine Ohnmacht und die Idee, dass ich gar nichts tun kann, dass ich handlungsunfähig bin. Und das kann, klar, bei Schocktrauma, das ist vielleicht, was die meisten kennen, so ein einmaliges Erlebnis, sei es, weiß ich nicht, durch einen Unfall, durch eine Umweltkatastrophe, Krieg oder auch Vergewaltigung. Und das, womit ich mich in meiner Arbeit aber mehr beschäftige, ist Entwicklungs- oder Bindungstrauma. So eine seelische Verletzung, die über so einen längeren Zeitraum geht. Und wir können ohne Bindung eben nicht leben. Und wenn da immer wieder Brüche passieren, sei es, wir werden körperlich vernachlässigt oder subtil immer wieder kritisiert von den Erziehenden oder die Eltern haben sich getrennt und auf einmal fehlt eine wichtige Bezugsperson. Wir werden bestraft, getadelt fürs Lautsein, fürs Wildsein. Oder wir werden lächerlich gemacht für das, wie wir aussehen oder für schlechte Noten oder wenn es auch viel Streit und in einer Herkunftsfamilie gibt und wir das Gefühl haben, das Zuhause ist nicht sicher, ist kein sicherer Ort. So, ne? Oder wenn die Eltern überfordert sind mit mir und mit der Erziehung und eigentlich mich früh weggegeben haben, ne? So wie diese Kinderverschickung vielleicht, dann habe ich das Gefühl, so, also hier in der Welt bin ich irgendwie nicht ganz sicher. Und dann gibt es eben so eine chronischen Stress, weil das Nervensystem dysreguliert ist, der aber so subtil ist, dass die meisten das überhaupt nicht mitkriegen und denken, das ist völlig normal. Und dieses Funktionieren müssen oder ja, so eine Unehrlichkeit, da können wir auch noch drüber sprechen, oder chronische Erschöpfung oder nicht Nein sagen können, das sind alles Traumafolgen. Und daraus entstehen dann eben sogenannte Überlebensstrategien. Und da ist der Fokus viel auf Sicherheit und Überleben und nicht auf Erfüllung und also man ist mehr in einem Überlebensmodus statt in einem Erlebensmodus und dadurch ist es viel schwieriger, kreativ zu sein, Selbstvertrauen zu haben, sich wirklich zu entspannen oder wirklich Nähe zuzulassen, sich wirklich ehrlich mit allem zu zeigen, das ist dann erschwert. Wir denken dann irgendwie, ich muss irgendwie anders sein, um hier durchzukommen. Wie muss ich sein in der Welt, damit ich hier klarkomme? Und das, ja. Und dann diese Überlebensstrategien, die halt unterschiedlich sein können, ne, im Endeffekt. Dann sich ausprägen, ja. Ja, ist ein mega, mega spannendes Thema. Also du hast es ja auch gesehen bei unserer Tochter. Da haben wir ja auch ein paar Themen von unserer Seite als Eltern, die wir auf jeden Fall aufarbeiten dürfen. Und ich mache jetzt auch aktuell wieder mehr Meditation in die Richtung, dass ich da auch wirklich entspannt bleiben kann bei bestimmten Themen und ihr auch immer dann sage, ey, du bist sicher hier und Mama und ich sind für dich da, hier ist alles sicher und so weiter. Und ja, auch wieder sehr vielschichtiges Thema, was da reinspielt. Ich habe es in vergangenen Folgen vielleicht mal erwähnt, dass unsere Tochter, die reißt sich halt immer die Haare raus, wenn sie quasi aus meiner Sicht immer was kompensieren will, zum Beispiel, weil sie gerade im Überlebensmodus ist, ne, weil irgendwie gerade alles zu viel ist, weil ja, sie einfach jetzt gerade Ruhe braucht und das irgendwie zeigen will damit oder der Körper einfach quasi überlastet ist durch diesen Dauerstress, was sie halt aufgebaut hat über die Jahre oder wenn zu viel Zeitdruck oder irgendwas dergleichen da ist, dass sie dann einfach wie in diesen Freeze-Modus quasi wechselt und dann einfach nur dasteht und ihre Haare rausreißt und erstmal quasi, ja, quasi wie gelähmt ist, ne? Und wir dann halt jetzt immer mehr auch dann dahin gehen, dass wir sagen, hey, was brauchst du, ja, statt zu sagen, jetzt mach dich fertig oder sowas, zu gucken, wie können wir ihr mehr Sicherheit geben und so weiter. Und das ist schon,
schon echt krass und auf jeden Fall ein spannendes Thema, was sich noch ein bisschen entwickeln wird. Aber da es ja inzwischen auch für alles mögliche Online-Kurse gibt, haben wir selbst jetzt einen Online-Kurs für, der heißt Hilfe, mein Kind reißt sich die Haare raus, wo dann, wo ich sagen muss, der ist echt gut, wo es eben auch um die ganzen Themen geht, die du angesprochen hast. Und ja, wenn das jemand interessiert, schaut es euch an. Ja, spannend. Und genau, würdest du sagen, das Trauma, ist das was Schlechtes, ist das was Gutes, würdest du es überhaupt bewerten, was denkst du dazu? Ja, das ist teilweise vielleicht sogar fast eine philosophische Frage, aber ich glaube in der krassen Masse, wie ich es derzeit in der Gesellschaft wahrnehme, ja, weil es halt lähmt, uns klein und abhängig macht oder abhängig hält. Ja, und ja, im Sinne von was genau? Ja, es ist schlecht. Trauma ist schlecht in dem Sinne, weil es eben uns dazu bringt, dass wir uns betäuben, dass wir kompensieren oder Kriege führen. Und dass halt Dinge normalisiert werden, die in meinen Augen eigentlich nicht normal sind und nicht notwendig sind und eigentlich nicht zum Leben dazugehören. Wenn sie aber so krass dran gewöhnt haben, so ja, Krieg gehört irgendwie dazu oder sich manipulieren zu lassen oder irgendwie andere manipulieren, in Konkurrenz zu leben, das gehört halt irgendwie so dazu, so ist es halt, Survival of the Fittest, bla bla bla. Das sind für mich alles Überlebensmechanismen, die in dem Sinne schlecht sind, weil sie uns eigentlich eher trennen und eigentlich verkennen, dass, glaube ich, das menschliche Potenzial ein anderes ist. Und ich, in dem Sinne, glaube ich, ist es schlecht. Ich glaube, dass Verletzungen passieren können, aber Verletzungen und Trauma würde ich auch nochmal abgrenzen. Ich glaube, Verletzungen sind Teil des Lebens und meines Erachtens auch überhaupt nicht vermeidbar. Also ich glaube, dass es eigentlich unmöglich ist, das zu vermeiden. Und es gibt vielleicht Menschen, die meinen, dass wir total überempfindlich geworden sind. Ne? Und das betrifft vielleicht auch so ein paar Aspekte des Lebens. Also dass wir so überreizte Lebensweisen irgendwie so ein bisschen haben, wo wir uns anstrengen, so höher, schneller, weiter Modus und dieses kognitiv Ausgerichtete. Und dass wir meines Erachtens aber auch so vielleicht ein erhöhtes Verständnis oder vielleicht auch so eine Alarmkultur haben von Verletzung und dass wir schneller sehen, wo gibt es Machtstrukturen, hier gibt es Rassismus, hier gibt es Sexismus und so und das ist gut. Aber die Frage ist, es gibt dann so ungesunde Tendenzen, wo das wieder auf die andere Seite umschlägt, Stichwort Cancel Culture, wo wir das komplett vermeiden wollen, dass es irgendeine kleinste Art von Verletzung gibt und dass jede kleinste Verletzung um Himmels Willen immer vermieden werden muss. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Weil die Frage ist ja, wie gehen wir denn mit Verletzungen um? So an sich glaube ich, dass Verletzungen, wenn es jetzt nicht massive Traumata sind, nicht schlimm sind, sondern dass man halt mit Konflikten in Kontakt treten kann, also mit dem, der das ausgelöst hat. Und dazu gehört halt die Kapazität, dass ich ehrlich sein kann, dass ich mich spüre, dass ich merke, wann sind meine Grenzen verletzt worden. Man nennt das auch im therapeutischen Rupture and Repair, also dass ich lerne, dass es okay ist, dass es Konflikte gibt, dass es Meinungsdifferenzen gibt, dass ich mich verletzt fühle und dass ich dann aber auch die Fähigkeit und das Vertrauen habe, so das wieder zu reparieren. Diese Diskrepanz oder diesen Beziehungskonflikt oder diesen Meinungskonflikt, was auch immer. Und insofern, Verletzungen, glaube ich, sind Teil des Lebens. Wir haben eine ganz schlechte Repair-Kultur, aber Traumata wünsche ich mir eigentlich, dass das nicht mehr so massiv ist, wie ich es noch wahrnehme. Und dass wir aber vielleicht gar keine Idee haben, wie so eine Welt ohne Trauma überhaupt aussieht. Weil das ist in unseren Breiten irgendwie eigentlich, kennen wir das gar nicht anders. Wir kennen uns, glaube ich, eigentlich fast nur am Überlebensmodus und nicht auf Erfüllung und so ausgerichtet. Das ist eigentlich so krass, ne? Weil wenn das von klein auf schon anfängt und du irgendwie nur in diesem Überlebensmodus bist. Das sage ich auch manchmal zu den Leuten, ich habe Leute, die, keine Ahnung, haben gefühlt 40 Kinder auf die Welt gebracht, die haben irgendwie eine Karriere gemacht, die haben Haus und Garten, was sie pflegen, sie machen was weiß ich nicht alles, haben auch eine Beziehung, ja. Und sind verheiratet und dann so nach dem Motto, ja, ich schaffe nicht genug, ich bin nichts wert, ich bin faul, wo du so denkst, hey, was willst du denn noch alles erreichen? So, du bist ja schon irgendwie von klein auf nur am Über, also sage ich natürlich dann nicht so, ne? Aber viele Menschen sind ja wirklich von klein auf nur in diesem Überlebensmodus anderen recht machen, ja, diese ganzen Themen, die du ja auch jetzt in dieser Folge schon angesprochen hast. Das ist, wie lange der Körper manchmal durchhält, ja, das ist echt Wahnsinn im Endeffekt. Das ist Magic, also ja. Und es ist halt so, dass der Psychotherapeut Kyle Rogers hat das auch genannt, Selbstaktualisierungstendenz. Also, dass eigentlich unser Organismus immer danach bestrebt ist, uns selbst zu halten und selbst zu verwirklichen.
Also, dass wir eigentlich sozusagen immer danach streben, nach Heilung, Gesundheit, Erfüllung und Liebe. So, eigentlich ist das schön. Wir brauchen halt eigentlich in Anführungszeichen eigentlich nur die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, damit das sich entfalten kann. Und ich glaube halt auch, dass nicht jeder gleich auf jedes Kind reagiert, auch nicht gleich vielleicht auf eine Trennungssituation. Also so das eine Kind ist es total schlimm und für das andere ist es weniger schlimm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis, obwohl das vielleicht die gleichen Eltern sind, aber das eine hat trotzdem nochmal einen anderen Imprint. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Sachen, die lassen sich eben nicht nur so erklären, oh, das ist die Familiensystem, sondern vielleicht hat das auch was mit dem Enneagramm zu tun oder mit irgendeiner kosmischen Geheimnissen, warum das so ist, dass manche da besser drauf reagieren können und resilienter sind als andere. Ja, es ist sehr vielschichtig, ja. Ich hatte auch mal, vielleicht traue ich den mal irgendwie raus jetzt die nächsten Wochen. Ich habe eh schon gerade irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das mal machen sollte. Ich habe eine der ersten Folgen in dem Podcast hier, die habe ich nicht veröffentlicht. Warum? Wo es ums, ist auch wieder ein interessantes Thema, können wir gleich drüber sprechen. Da geht es nämlich um das Thema Ahnenheilung. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr heikel, schnell heikel. Ja, im Kontext dieser anderen Themen, die hier besprochen werden, natürlich sehr schnell abgestempelt werden kann oder dafür sorgen kann, dass Menschen abgeschreckt sind. Und damals wollte ich das nicht. Und inzwischen denke ich mir so, ja, wenn ihr es nicht hören wollt, dann hört entweder die Folge nicht und hört das, was ihr geil findet. Oder habt halt einfach Pech, so nach dem Motto. Ist mir egal, ob es euch gefällt. Mir gefällt's. So, ne? Ich stelle mir vor, dass da zweierlei drin steckt. Vielleicht auch so eine Scham, so eine Angst vor Kritik. Ja. So eine Angst, von außen abgewertet zu werden und kritisiert zu werden. Und gleichzeitig ist es schön, wenn man auch da respektiert, so, ich habe vielleicht gerade noch nicht die Kapazitäten, mit so einer krassen Kritik umzugehen und zu sagen, so, nee, das brauche ich gerade nicht. Exakt, ich habe gerade gestern auch zu solchen Themen so ein bisschen so ein Interview geführt mit Charles Fleischauer, falls du den kennst. Der, geiler Name. Ja, der den, hat. Den brauche ich auch im Podcast einfach nur für seinen Namen. Ach so. Ja, weil der irgendwie sich auch damit so ein bisschen beschäftigt und so. Und ich finde, dass der Begriff Ahne oder Ahnen ist ja erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie das geframed wird, was für ein Gefühl ich dazu habe, warum habe ich dieses Gefühl dazu und warum glaube ich, dass das vielleicht nicht gut ist. Aber erstmal hat das ja was nur mit den Wurzeln zu tun. Das haben wir alle. Ja. Das Spannende ist, also auf jeden Fall, damals habe ich, das war nämlich auch so ein Punkt, es gab nämlich ein paar Leute, die gesagt haben, weil ich habe am Anfang hab ich gesagt, das und das jetzt auf dem Podcast, dazu habe ich jetzt schon Interviews, das kommt dann auch noch, und dann gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, na, mit dem Thema will ich jetzt nicht so in Verbindung gebracht werden, und das war dann für mich so, okay, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, manche sind da abgeschreckt, dann mache ich das wohl lieber nicht, aber inzwischen bin ich halt auch so, dass ich sage, ja, das passt, ich mache das trotzdem, so, ne, und das war genau das, was du sagtest, ja, Angst vor der Ablehnung oder der Kritik oder das ist ja auch ein Thema, wenn du irgendwie, wirst du ja sicherlich auch kennen von deiner Arbeit, kommt irgendwie, machst ein Video oder irgendwas und irgendwo kommt immer ein dummer Kommentar so und irgendwann kommt das so oder so und dann musst du halt lernen, damit umzugehen irgendwie, ne? Und, ja. Also jetzt bei mir, ich habe das auch durch Podcast auf jeden Fall auch schon erlebt. Da gibt es 2 Podcast-Folgen, wo sich Leute haben triggern lassen. Und ich finde das ja erstmal überhaupt nicht schlimm. Mich triggern ja auch andere Sachen und so. Und dann die Frage ist aber wieder, ne, Rupture and Repair, wie gehen wir damit um? Und dass die meisten einfach gar nicht die Fähigkeit haben, in sich erstmal zu gucken, boah, was ist das genau, wo in mir jetzt eine Aktivierung passiert? War das das Wort, was Nathalie gesagt hat? War das das Thema oder wie sie das gesagt hat? Oder was ist das ganz genau, was das in mir auslöst? Dass ich da erstmal in mir sortiere, so dass ich diesen Reiz in der Lage bin, ganz klar zu benennen. Und das ist, was man auch beim Radical Honesty nennt. Das wird ganz klar zu benennen. Nicht so, ja, du triggerst mich, sondern okay, ich mach mich wütend gerade. Es gibt ja andere, die davon nicht getriggert sind. Also ich mach das ja irgendwie gerade. Und dann eine Klarheit zu bekommen, das ist das. Und das dann in Kontakt zu bringen, zu sagen, hier ist in mir Wut entstanden wegen dem Wort oder wegen dem Thema oder was weiß ich. Und dann, ja, auf der Ebene so. Wenn das aber nur so ein, ich ärgere mich und du bist falsch und so, wenn das dann wieder in so eine Beschuldigungs- und du darfst nicht da mit dem Thema, darfst du nicht sichtbar sein oder was weiß ich, das ist irgendwie dann, nicht die Art von Lebendigkeit und Freisein, die ich mir, glaube ich, wünsche in dem Sichtbarsein. Aber das ist halt diese Balance, ne? Wenn man sichtbar wird, und das ist ja mit deinem Podcast auch so, du bringst Themen in die Welt, die dir wichtig sind.
Und das finden Leute manchmal vielleicht total geil und feiern dich dafür. Und da gibt es dann Resonanz. Und dann gibt es andere, die sagen, boah, es geht gar nicht, Florian, so. Wie dumm, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Das darf nicht sein. Dass dann da ja ein krasses Gefühl von Dissonanz ist und Reibung. Das ist ein Risiko. Also auf jeden Fall wichtig, da einfach über die unterschiedlichen Meinungen auch sprechen zu können. Ne? Also wir hatten ja auch, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, aber wir hatten ja auch ein kurzes Gespräch über unsere, ich sag mal, politische Zeit, wenn das okay ist. Oh ja, gerne. Und wir sind jetzt hier und nehmen gemeinsam einen Podcast auf und früher, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, zumindest von meiner Seite her, hätten wir uns, glaube ich, eher die Haare ausgerissen gegenseitig. Steine geschmissen. Und, ja, ich fand das spannend. Ich weiß gar nicht, wie lange das bei dir her ist, deine Phase in der Zeit. Also bei mir ist das noch nicht so lange her. Ich glaube, bei mir ist es noch so vor fünf Jahren oder so. Da wäre ich dir wahrscheinlich noch an die Gurgel gegangen. Also ich weiß nicht, wie lange das bei dir her ist. Aber auch so 5 Jahre, ja. Das war die letzte Zeit, wo ich so mit den Leuten dann zu tun hatte oder auch was gemacht habe, noch grob, ja. Spannend, ne? Was so politische Ideologien oder so politische Lager auch mit einem machen, wie krass man sich davon auch so instrumentalisieren lässt vielleicht oder auch so aufreiben lässt und dann in dieser Wut sozusagen, in dieser Projektion, der andere ist falsch, ich bin richtig, ich kämpfe für das Gute und der andere für das Falsche und deswegen muss der andere weg und ich so, ne? Manipulation, auch wieder Glaubenssätze und alles, ja. Ja. Und auch Trauma, die damit rein, aus meiner Sicht immer mit reinspielen, auch ein Stück weit, ja. Alle wollen nur Liebe. Kriegen sie nicht. Ja. Nur mehr Hass. Was würdest du sagen, um langsam den Kreis für die Folge hier zu schließen, also ich habe jetzt gerade Glaubenssätze erwähnt, würdest du vielleicht kurz, kannst du erklären, was Glaubenssätze sind, wie du das beschreiben würdest und was das so mit Trauma zu tun hat, Traumata und so weiter? Also Glaubenssätze sind erstmal so, sind ja Ideen über mich selbst so. Also ich bin zu dumm, um irgendwas zu tun, zu hässlich, zu faul oder so weiter. Das basiert eigentlich meistens, es gibt ja auch positive Glaubenssätze, ne? So, aber wenn sie mit Trauma in Verbindung gebracht werden, haben die eigentlich was mit einem verzerrten Selbst- oder Weltbild zu tun. Also es kann ja auch sein, dass die Welt ist gefährlich und ich muss aufpassen, ich werde hier überall manipuliert, dass man da vielleicht in so einer Paranoia drin steckt. Das kann ja auch sein. Also Glaubenssätze im Traumakontext, meistens eine verzerrte Wahrnehmung von mir oder der Welt. So. Und dass irgendwas sich nicht sicher anfühlt, dass ich hier nicht in der Welt sicher bin, dass ich niemandem vertrauen kann, dass ich vielleicht glaube, ich muss alles alleine schaffen, das Leben ist anstrengend, die Welt ist anstrengend, hart arbeiten müssen. Solche Geschichten. Also ein bisschen eine Verzerrung der Realität vielleicht. Ja, sind bei mir auch defizitorientiert, mangelorientiert, ja. Ja, da hast du vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer schon ein paar angesprochen, wo vielleicht die innere Lampe mal kurz aufblinkt und die Leute sich wieder erkennen. Wie entstehen quasi Glaubenssätze aus Traumata oder was denkst du? Ja, also es ist ja, wir fangen mal so an, also wenn, wie gesagt, wenn wir überlegen, dass wir als Kind nicht das bekommen haben, was wir brauchen und wir brauchen ja alle möglichen Dinge, um überhaupt wachsen und gedeihen zu können, Liebe, Sicherheit, Nahrung, Schutz und aber auch die Möglichkeit, uns auszuprobieren, zu spielen und so weiter und wenn das alles nicht erlaubt ist und wir darin begrenzt werden oder in diesen Kernbedürfnissen nicht befriedigt sind, dann versuchen wir zu überlegen, wie muss ich denn sein, damit ich hier überlebe, damit ich hier sicher bin oder damit ich Liebe bekomme. Also wir passen uns an. Und wenn wir aber auch noch verneint werden, das eine ist ja, was wir nicht bekommen, das andere ist ja, wenn wir Kritik empfangen oder Abwertung, Ablehnung, das ist ja dann nochmal vielleicht ein bisschen extremer, dass wir dann glauben, okay, wenn Mama sagt, ich bin nur gut, wenn ich eine 1 nach Hause mitbringe, ansonsten nicht, dann glaube ich, okay, über Leistung, so hole ich mir meinen Selbstwert und so hole ich mir Sicherheit, so hole ich mir Liebe. Was war die Frage? Und dann geht's los, ne? Ja, ob Traumata, ja, hast du schon an sich beantwortet, also ob Traumata der Ursprung sozusagen für Glaubenssätze sind oder sein können und ja. Aber es kann auch, ich habe mal mich für sehr viel auch mit dem Thema Geld beschäftigt. Es kann, ich meine, bei Geld ist das vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, weil da auch systemische Sachen mit reinspielen. Aber es kann ja auch sein, dass so kulturelle Sachen da sind, ne? Also, dass ich glaube, Geld stinkt oder sowas, ne? Oder Geld verdirbt den Charakter. Das gibt so Sprüche.
Oder dass man das aber auch von den Eltern vorgelebt bekommt. Ne? Ah, die Eltern, die arbeiten immer hart für ihr Geld oder Geld muss man sich hart erarbeiten, dass ich das übernehme. Das sind so vielleicht so unbewusste Sachen. Und dann gibt's im System auch immer wieder Sachen. Vielleicht gibt's bestimmte Kinofilme, vielleicht gibt's bestimmte in der Schule immer wieder bestimmte subtile Nachrichten, dass ich glaube eigentlich, die Welt besteht aus Mangel. Und dass ich das dadurch durch eine Wiederholung in dem Sinne sozusagen auf einer systemischen Ebene glaube, okay, also Geld ist irgendwie schwer zu bekommen oder Geld ist schlecht. Und das dann sozusagen in mich einnehme, so in mein Weltbild, in mein Selbstverständnis. Also es muss nicht nur traumabedingt sein, solche Glaubenssätze. Ja, ja. Ja, ist schon auch wieder sehr interessant. Da könnten wir jetzt auch nochmal eine ganze Folge mitfüllen. Jetzt würde mich noch interessieren, weil es gibt ja auch unzählige, du hast jetzt schon diese eine Methode, die Namenmethode erwähnt vorhin. Es gibt ja gefühlt aus meiner Sicht unzählige Methoden, Therapieformen für Trauma, Therapie und so weiter. Also das wäre jetzt für die Zuhörer natürlich ein Step zu sagen, oder kannst du jetzt auch gerne sagen, was du den Leuten empfehlen würdest, aus deiner Sicht jetzt zuhören und die erkennen da so ein Thema. Was hat's mit dieser Namenmethode auf sich? Was gibt's vielleicht noch für Methoden, die du kennst? Worauf können die Leute so achten bei diesen Methoden? Also jemanden vielleicht auch zu finden, wo sie wissen, weil das ist jetzt mit den Leuten, mit denen ich oft zusammenarbeite, kommen halt quer aus Deutschland oder teilweise auch Österreich oder Schweiz. Und dann ist halt die Frage, ja, wie finde ich denn da einen guten Traumatherapeuten? Und ich hatte schon Leute, die sind zum Traumatherapeuten und dann wurde denen gesagt, so nach dem Motto, wie sie arbeiten mit einem Coach. Das sind ja alles nur so Halsabschneider, das ist ja voll der Schwachsinn, so, ne, wo du so denkst, what? Und jein, ja. Also ich, ja, voll, also ich verstehe das voll. Also ich kann jetzt nicht alle Sachen vorstellen. Ich kann natürlich nur für das werben, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, Sachen, die ich gut finde. Und also zu diesem Coaching ist halt kein, oder Coach kann sich sozusagen jeder nennen, das ist kein beschützter Begriff, so, das ist halt das Ding. Deswegen, ich kann Coach für Sport sein und dann ist da was ganz anderes assoziiert, als wenn ich traumasensibler Coach bin, so. Ja, Vagitismus-Coach. Ja. Oh Gott, das würde ich mir auf jeden Fall nicht zutrauen, nee. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man in Resonanz geht. Und ich glaube, ich finde diese Erstgespräche, deswegen biete ich die auch auf jeden Fall an, dass man mit der Person in Kontakt kommt, kostenlos erstmal so spürt, gehe ich mit der Art der Person in Resonanz, fühle ich mich da sicher? Weil wenn ich mich nicht sicher fühle, dann wird ganz viel überhaupt gar nicht möglich sein. Da können die besten Ausbildungen, Das ist alles irrelevant. Ich muss mich sicher fühlen in der Beziehung mit der Person. Also, und die Frage ist, werde ich befähigt dazu, dass ich mich selbst erforschen kann, dass ich mir selbst sozusagen kritische Fragen stelle oder werde ich abhängig gehalten? Darf ich meinem Coach oder meiner Therapeutin oder wie auch immer die Person sich nennt, da gibt es ja wie gesagt alle möglichen Begriffe, darf ich der Person alle Fragen stellen? Darf ich die Person fragen, welchen Ausbildungshintergrund die hat oder welche Arbeitshaltung oder welches Weltbild sie hat? Dass da wirklich eine Ehrlichkeit da ist, damit ich lerne, ich kann der Person vertrauen. Dass ich vielleicht, wie gesagt, mich sicher und frei fühle, auch schwierige Situationen, die zwischen mir und dem Coach auftauchen, direkt anzusprechen. Wenn ich merke, da fühle ich mich gerade, da fühle ich mich gerade beschämt oder so, oder da fühle ich mich gerade getriggert, oder da merke ich eine Wut in Bezug auf den Coach, das erinnert mich an meinen Vater, was auch immer. Darf ich das ehrlich ansprechen? Oder kommt dann eine Abwehrreaktion von dem Coach? Werden mir so schneller nur auch 15 Lösungen irgendwie präsentiert, so allgemeingültige Sachen? Oder wird individuell auf mein Anliegen geachtet und wird dem Raum gegeben? Ja. Und ist die Frage auch, ob die vielleicht eher so auf Verhalten achten. Also ich bin ja eine große Gegnerin von Verhaltenstherapie. Jeder, der mich weiß, kennt das, weil ich das so oberflächlich finde. Und ich glaube, dass das wirklich nicht uns in unserem Sein erfasst. Das sind so Sachen. Vielleicht auch, dass eigentlich die Maßgabe ist, dass ich emotional resilienter werde und dass ich lerne, mich selbst zu halten. Dass der Coach sich überflüssig macht und nicht sozusagen mein ewiger Lebensbegleiter ist. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist zwar schmerzhaft fürs Ego des Coaches vielleicht und vielleicht will er irgendwie einfach nur viel an dir verdienen, aber ja, ich glaube, das sind so, wo man vielleicht sich so ein bisschen dran orientieren kann. Das sind zumindest Sachen, die mir wichtig wären. Ja.
Da fällt mir ein Punkt ein. Grüße gehen raus an Nicola, wenn du hier zuhörst, einer von Klienten mal. Er hat nach, ich glaube, 4 Sitzungen oder so, hat er gesagt, hey du, Florian, bitte versteh das jetzt nicht falsch, aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich dich gar nicht mehr brauche. Und er dachte so, er tritt mir quasi auf meine Füße so und ich fühle mich voll gekränkt und so. Und ich so vor Freude so, ja geil, Mann, geil, ist doch genau das Geilste. So, du gehst hier raus und hast das Gefühl, du machst es selber so nach dem Motto, also nicht übertrieben, ne, aber dass du dich sicher fühlst und einfach eigenen Bein stehen kann und nicht in dieser Abhängigkeitsphase bleibt. Ne? Und das ist halt, von daher finde ich alles gut, was du soweit sagst. Kann ich nur unterschreiben, es ist mega wichtig, da diese Verbindung zu schaffen und diesen Raum zu öffnen und Ja. Ja. Wie sieht das bei dieser Nahmethode, jetzt auf jeden Fall eine lange Folge hier, bei dieser Nahmethode, wie kann der Zuhörer sich das konkret vorstellen? Wie funktioniert das damit, Traumata zu lösen? Also wenn ich als Kind vielleicht irgendwie eine krasse Erfahrung gemacht habe, die ein Trauma ausgelöst hat, wie kann ich da mit dieser Methode das lösen? Wie funktioniert das? Also NAM ist halt ein therapeutisches Modell, was sich sehr stark fokussiert hat auf frühe Bindungserfahrungen, die so einen Einfluss auf die gesagten Sachen Einfluss haben. Also die Idee, ich bin falsch oder so, ne, mein Selbst- oder Weltbild, meine Gefühlswelt, mein Verhalten, meine Idee von Identität und so weiter, meine Beziehung. Und NAM arbeitet total stark, so ressourcenorientiert nennt sich das. Also nicht von einem pathologischen, kranken Menschenbild ausgehen, das ist das Defizit, wie fixen wir den jetzt, damit der wieder so verhaltenstherapeutisch wieder ins System passt oder so, da brauchen wir die und die Maßnahmen und dann, Also es ist mehr erforschungsorientiert statt zielorientiert. Und es geht davon aus, dass wir so Überlebensstrategien nutzen, um uns unser Überleben zu sichern. Also nicht, dass wir auf das Verhalten, wie gesagt, gucken, sondern fragt, was ist denn die Not dahinter? Oder was ist denn der Sinn und die Funktion hinter dieser Strategie? Und dass die ja einen Selbstschutz hat. Ansonsten wäre sie nicht da. Und das sind halt alles unbewusste Strategien. Ne? Die waren früher mal nützlich, die haben dir mal den Arsch gerettet. Und jetzt sind sie aber irgendwie hinderlich geworden. Und zu überlegen, okay, wie können wir denn da Stück für Stück die unnützlich wieder machen oder unnützlich machen, darum geht's. Und NAM hat da eben, die haben da so, wie gesagt, ein ganz wertschätzendes, liebevolles Selbstbild, Menschenbild und Weltbild. Und da geht es viel um die Beziehungsebene. Also die Beziehung, die ich zu mir habe, die ich zu meinen Bedürfnissen habe, zu meinem Therapeuten, meiner Therapeutin, zu meinen Eltern so. Ne? Also ganz viel Leben ist ja eigentlich Beziehung, zumindest in meinen Augen. Und es geht viel um diese interpersönlichen Sachen. Und es schaut auch auf so somatische Sachen. Ich weiß nicht, ob manche vielleicht von SE, Somatic Experiencing, gehört haben. Die haben das so ein bisschen weiterentwickelt. Es sind auch Aspekte von Psychoanalyse und Tiefenpsychologie drin und versucht halt so ein bisschen top-down und bottom-up, also so, dass du so durch Psychoedukation auch Sachen verstehen lernst, dass du lernst, jetzt verstehe ich, warum ich das überhaupt tue. Also warum ich versuche, mich immer nützlich zu machen für andere oder warum ich die ganze Zeit so darauf gedrillt bin, mir Wissen anzueignen oder so. Warum mache ich denn das überhaupt? Und da wertschätzend drauf zu schauen und das in Kontakt zu bringen. Das mache ich vielleicht, um mich sicher zu fühlen. Ganz viel Wissen, dann fühle ich mich nützlich, dann fühle ich mich, als ob ich alles alleine kann und so weiter. Und die haben so 5 Überlebensstrategien sozusagen herauskristallisiert, die auch gleichzeitig mit so 5 menschlichen Bedürfnissen korrelieren oder die dann, wenn sie optimal genährt sind, sozusagen Kernfähigkeiten von uns werden können. Ich kann die ja mal, falls jetzt, weiß ich nicht, ob ich die immer mal ansprechen soll. Die kannst du gerne droppen. Dann droppe ich die mal. Also wie gesagt, das fängt, und das ist vielleicht so ein bisschen auch chronologisch zu sehen in unserer Entwicklung, dass wir am Anfang das Bedürfnis nach Kontakt haben und die Fähigkeit nach Kontakt mit unseren Gefühlen und dem Körper und auch, dass ich mich mit anderen verbinden kann, wenn das alles ausreichend genährt ist, das Kontaktbedürfnis. Dann danach kommt das, also ne, ein Baby muss an Körperkontakt und so weiter und das, wenn es schreit, dass es in den Gefühlen gehalten wird. Das Baby kann nichts anders, kann das sozusagen alleine noch nicht. Aber auch das zweite nennt sich Einstimmung. Und da geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, eigene Bedürfnisse zu spüren und auch dafür zu sorgen.
Danach geht es um das Vertrauensthema, also die Fähigkeit zur Unabhängigkeit, sich und auch anderen vertrauen zu können. Danach geht es um Autonomie, die Fähigkeit, dass ich mich abgrenzen kann, dass ich Nein sagen kann und mich authentisch zeigen kann. Und danach Liebe und Sexualität, die Fähigkeit, mit anderen intim zu sein und mit mir und auch zu lieben. So, und wenn diese Kernaspekte alle genährt und befriedigt werden, dann entwickeln wir daraus Kernfähigkeiten, wie ich sie vorgelesen habe. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich das Gefühl so, okay, Kontakt, wenn ich nicht ausreichend Kontakt bekomme, dann entsteht die Idee, ich bin gar nicht willkommen. So, wenn die Mutter mich vielleicht nicht gern an die Brust nimmt oder nicht so viel Körperkontakt ist da oder der Vater ist überhaupt nicht da oder so, dann habe ich das Gefühl so, ich bin vielleicht gar nicht willkommen in dieser Welt und mach mich falsch sozusagen. Bei Einstimmungen führt es dann zu dieser Idee, ich bekomme nicht das, was ich brauche. Ich schreie und ich kriege vielleicht die Muttermilch nicht. Oder ich will schlafen und ich bekomme die Ruhe nicht. Oder in Bezug auf das Thema Vertrauen kann das bedeuten, dass ich niemandem vertrauen kann, weil das vielleicht ein total instabiles Umfeld ist und ständig Unruhe da ist. Und ich weiß gar nicht irgendwie, wie funktioniert das hier. In Bezug auf Autonomie kann das auf der Bindungsbeziehungsebene bedeuten, dass ich glaube, ich muss zuverlässig sein und ich bin loyal, indem ich meine eigenen Bedürfnisse zurücknehme. Erstmal die anderen und dann vielleicht ich. Bei Liebe und Sexualität kann das bedeuten, dass ich dann so einen Antrieb habe von, ich muss Leistung bringen, ich muss Attraktivität sein, um geliebt zu werden. Und das ist sozusagen dann so der Samen für das Mangelmärchen, das dann so entsteht, sozusagen. Ja. Und das kann, so kann sich auf alle möglichen Arten und Weisen so manifestieren auf der Beziehungsebene. Crazy, ja. Ist schon echt weitreichend und ich bin mir sicher, dass jeder von den Zuhörern auf irgendeine Art und Weise sich hier wiedererkannt hat. Ja, und bin gespannt auf das Feedback zur Folge oder was die Menschen dann auch, wenn die jetzt zu dir kommen, vielleicht dann berichten und wie sie die Themen für sich lösen können. Dann würde ich sagen, lass uns die Folge hier erstmal beenden und dann gerne zur nächsten Folge kommen. Und schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und dann hören wir uns in der zweiten Folge mit der Nathalie. Bis gleich, Nathalie. Bis gleich. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.